Wie löst man eigentlich Exponentialgleichungen, also wenn x oben im Exponenten steht? Und ich habe hier jetzt erstmal ein einfaches Beispiel rausgesucht, das man fast schon im Kopf lösen kann. Weil wenn du hier für x 3 ansetzt, 2 hoch 3 ist ja 2 mal 2 mal 2 und das ergibt eben 8. Aber was ist, wenn ich das jetzt eben nicht im Kopf schaffe? Wie mache ich es denn dann? Und hier hilft uns der Logarithmus. Und du kannst dir merken, Basis bleibt Basis. Wo haben wir denn hier aber eine Basis? Naja, du hast hier eine Potenz, die unten aus Basis und oben aus Exponenten besteht. Das heißt, die 2 ist die Basis. Und wenn du diese Gleichung jetzt nach x auflösen willst, schreibst du x ist gleich der Logarithmus von 8 zur Basis 2. Das heißt, hier war 2 die Basis und auch hier war 2 die Basis. Und wenn du das in den Taschenrechner eingibst, erhältst du eben 3, was wir auch schon vorher im Kopf gelöst haben. Bei schwierigeren Beispielen, also wenn du zum Beispiel bakterielles Wachstum untersuchen möchtest, dann löst du das nicht mehr im Kopf, aber auch hier können wir mit Basis bleibt Basis relativ schnell in die Lösung rankommen. Wir schreiben x ist gleich der Logarithmus von 2 zur Basis 1,2 und du erhältst dann für x ungefähr 3,8 und das war Mathe mit Nick.